Hobbyturnier, Freunde. Heute ist es wieder soweit. Mitternachtsturnier steht an. 30. April steht vor der Tür. Wieder unsere Auslosung. Traditionell wie in jedem Jahr. Der Benny Lohnes sagt ganz kurz was zum Modus heute. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Es ist eine kleine Veränderung da. Neue Teams dabei. Leider haben wir ein paar traditionell starke Mannschaften, die uns jedes Jahr begleitet haben, absagen müssen aufgrund verschiedener Dinge. Aber trotzdem wird der Benjamin jetzt mal vortragen, wie man in den Turniermodus startet. Ja, also wir haben dieses Jahr wieder 16 Mannschaften am Start. Wir werden dann dementsprechend wieder in 4 Gruppen losen, A4 Mannschaften. Wir haben natürlich auch wieder hervorragende Gäste heute zum Ziehen gewonnen. Die werden wir euch dann gleich vorstellen. Modus wird sein, dass wir nacheinander ziehen und Gruppe A, B, C und D dann mit 4 Mannschaften besetzt sind. Ja, legen wir los. Sagen wir Hallo, wie eben schon gesagt. Großartige Gäste mit heute hier, wenn ich da so hin und rein gucke. Wir begrüßen recht herzlich, dass wir ein bisschen schneller sind als sonst. Elefanti ist klar. Hallo, oh, bringst du schon den Pokal mit? Servus, Elefanti. Alles gut bei dir? Ja, super, schön. Ja, das siehst du mich an. Hast den Pokal? Ja, ja. Er hat schon den Pokal heute bei für den Spieler des Turniers auf dem Mitternachtsturnier. Elefanti, alles klar. Wir schrauben an die Zeit. Du weißt ja, Benjamin Lohnes erzählt immer viel, von daher müssen wir. Kommst gerade hier innen rum? Wollen sogar den Eva mit dem Grumbachschaden an. Super Sache. So, Benni, grüßt du den Zweitklasse-Eva? Benni, begrüßt du den zweiten Gast wieder? Ja, als zweite Koryphäe haben wir heute gewonnen. Unseren Pit Eichhorn, früher Spieler der Dusebacher Aue-Kicker, mittlerweile eine Koryphäe auch bei der aufstrebenden Mannschaft. FC St. Pauli, bitte Pit, komm zu uns. Der sportliche Leiter von FC St. Pauli, hallo Pit, Peter Eichhorn. Hallo. Servus. Wie, alles Hallo. Klar? Fühlt sich gut? Schön, dass, wir, schön, dass du hier bist. Sauber gesagt. Bist nervös, Pit? Der ist zu kurz. Alles klar, komm gerade rum, dass wir warten machen. Ist zu kurz. Alles klar. So, ich bin der Benjamin. Ne? So, als drittes hier. Ich denke auch mit großen Chancen den Spieler des Turniers oder die Spielerin in dem Fall des Turniers jetzt beim Mitternachtsturnier zu werden, weil sie immer wieder auf sich aufmerksam macht im Sturm der Schluckspecht AG. Hier Jenny Eller für uns am Start. Hallo. Hallo Jenny, hallo. Alles gut? Hallo. Hallo. So, kommst gerade rum. Ja. Freut uns natürlich die Top-Stürmerin. Wir müssen hier ein Stück rum, sagt die Kamerafrau Kim Elisabeth Eichmann. Vielen Dank auch hier Rico Blecher mit der zweiten Kamera und Kim Elisabeth, Cousin und Cousinchen. Das ist doch prima. So, den vierten Gast und den letzten Gast. Ja, ist natürlich unser absolutes Highlight. Er ist seit, ja, ich denke mal, mittlerweile einem Jahr im Odenwald, im ganzen Odenwald, man kann mir nicht sogar deutschlandweit mittlerweile. Ein absolutes Highlight, egal auf Turnieren, auf Geburtstagen und wenn er beim Nintendo-Spiel am Chillen ist, absolut top. Unseren Berthold. Ah, Bert. Hallo mit seinem Vater Marc. Servus, hallo. Guten Tag, hallo. Freut uns natürlich riesig. Ich dachte, du bist heute wieder ein bisschen ruhiger. Nicht so gut drauf heute, Kerl. Nicht so gut drauf, der Kerl. Naja, das ist entspannt. Den Kerl. Hatte da mit dem Wasser in der Bohr. Setzen wir ihn gerade hin und ja, so, genau. Da sitzt er gut, ja. Wir haben auch ein kleines Geschenk für ihn. Wo haben wir es? Hier. Vom Derby haben wir ein Bild gesehen mit dem TSV-Schal, wo darf man mal, nur mal während dem Video, ne? Darf man mal ausnahmsweise den TSV-Schal tragen, komm, heute ist er aber wirklich schlecht. So, fangen wir an, geben wir Gas, ich würde sagen, Pit, du bist gut drauf, nee, wir fangen so an, wie wir eben eingelaufen sind, als erstes Elefanti, komm doch hier gerade ein bisschen rum, dass man euch auch sieht. Elefanti, zieh doch die erste Mannschaft von Gruppe A.
So. Sieht man alle oder müssen wir ein bisschen enger zusammengehen? Passt. Passt alles, super, Kim. So, die erste Mannschaft heute, die unbesiegbaren Sieger. Auf geht's, Schreiberone. So, dann kommen wir zur Gruppe B. Erste Mannschaft in der Gruppe B. Pitt, bitteschön. Nummer 10. Na, ist doch super, dass der Stuhl so steht. Ja? Die Gruppe 2 haben wir hier, da sieht man dein kurzes T-Shirt schon nicht. Nicht? Soll ein bisschen aus dem Bild gehen, dass man es vielleicht sieht, wenn es hochrutscht. Pitt, geht auch ein Stück hab, hier hoch. Nein, ich denke es nicht. Ich weiß doch nicht. Ich habe das Gefühl, der zieht ein bisschen Bauch an. Ja, habe ich das Gefühl. Ja. Der steht ein bisschen unentspannt da. Ja. So, ja. Fandi, guck doch ein bisschen nach oben. Ja, guck ein bisschen weg. Wenn nicht, streichen wir ein bisschen die Kälte. Ja, ist also, erste Mannschaft in der Gruppe B ist der FSV Pribumber. Oh, hier regiert der FSV. Zu entschuldigen hier, klar, ich denke, vielen Zuschauern ist schon aufgefallen. Physiozentrum Mattes ist natürlich heute nicht präsent, der noch im letzten Jahr noch der Flipper hier behandelt hat, als Floggy seine Karriere vorgetragen hat. Leider heute Nils Mattes beim Tanzkurs vom TSV. Schade, dass du nicht da bist, Nils, aber im kommenden Jahr, denke ich, wirst du uns wieder unterstützen bei der Auslosung. Kommen wir zur ersten Mannschaft. Liebe Jenny, kommst du gerade hier vor? Mal gucken, vielleicht seht ihr euch selbst. Ja? Die Lucky, die Schluckspecht-AG. So. Die Zipfelklatsche ist die erste Mannschaft da. Die Zipfelklatsche, bitte. Jawohl. Alles klar, machen wir gleich weiter. Bertolt, kommst gerade vor. Hat aber heute keine Lust. Nein, der Matze, Papa. Matze, sieht der Papa. Der nächste machst du, oder? Der nächste macht er, ja. Also geht's. Wir gehen die Lose langsam auf, Benjamin. So, erste Mannschaft der Gruppe D. Oh, na, schreibst du da unten? Klappt alles, alles klar. Die Dusenbacher Aue-Kicker. Dusenbacher Aue-Kicker. Mit dem Spielmacher Francesco Maier bekannt. Sind wir wieder soweit? Elefanti, komm doch gerade vor. Oh. Oh, was machen wir jetzt? Hans, wieder auf Gruppe A, sind wir auf Gruppe A, alles klar, hier haben wir es schon raus, super Elefante, ja, hast du gut gemacht. Zu den unbesiegbaren Sieger kommt hinzu Marcel Eckert als Capitano KSV Rubbel die Katz. Elefanti, freut dich das, ne? Ja. Pitt, bitte. Ja, ich muss schon noch hier rumlaufen, oder was? In dem Fernsehen sieht man das kurze T-Shirt da. Ja. Er muss man auch dazu sagen, beim FC South Pauli leitet er mittlerweile die sportliche Regie. Sportlicher Manager ist Christian Bendel, der als Teammanager die Mannschaft unterstützt. Genauso hier jetzt in dem Fall unser sportlicher Leiter vom FC South Pauli, Peter Eichhorn. Natürlich ein Riesending, dass du das machst, Peter. So, zum FSV Pribumber kommt dieses Jahr auch eine neue Mannschaft hinzu, die Pink Ladies. Die Pink Ladies, vielen Dank, dass ihr jetzt dabei seid, neu dabei seid. Freuen wir uns immer wieder drüber. So, ja, weißt schon Bescheid. Jawohl. So. Zipfelklatsche, so rum, zu den Zipfelklatsche kommen die Äffchen. Die Äffchen sind mit dem René, oder? Genau. Dem René, ja. René Jung, der hier eine Mannschaft aufgestellt hat. Auch wieder eine neue Mannschaft. Schön zu sehen, dass sich immer wieder auch neue Mannschaften anmelden. So, Bert, kommst du gerade? Du bist immer fauler. Nintendo spielen da. Was ist denn das? Peter, gibt's ihm vielleicht schon mal ein Bier? Oder Alkoholfreies. Ja, alkoholfreies. Legt ihm gerade mal hin.
So, sind wir da unten so weit oder? Schreibt ihr mit? Gott. Also, zur Gruppe D, zu den... So, hier. Es tut wahrscheinlich weh. So, die Gruppe D, zweite Mannschaft zu den Dusenbacher Augenkickern. Zu den Dusenbacher Augenkickern kommt. Mit Spielmacher. Ja, Spielmacher. Tobias Pfeiffer, ja. Ja, das auch. Und jetzt haben wir hier auch Spielmacher Sascha Vornhoff. Sascha's Kneipsche. Sascha's Kneipsche, super. Auch ab sofort Sascha's Kneipsche mit Sky. Habt ihr vielleicht in Facebook verfolgt? Müssen wir gerade an der Stelle noch einmal betonen. Sascha, wir freuen uns, dass du auch dieses Jahr wieder dabei bist. So. Kommen wir zum nächsten los. Gruppe A. Elefanti, kommst du gerade? Ist der fit? So, Elefanti, Dankeschön. So, dann kommen wir. Die unbesiegbaren Sieger, KSV Ruppel, die Katz kommt hinzu. Oh! 1. FC Pelzerhef! Mit dem Spielmacher Hans Höher, der im letzten Jahr sich den Pokal zum Spieler des Turniers sichern konnte. Mal sehen, ob er das dieses Jahr seine Leistungen widerspiegeln kann. So, kommen wir zur Gruppe B. Bitte, kennst du rum? Komm. Nee, geht nichts mehr. Geht nichts mehr? Nein, Elisabeth ist rum. Beim Rico machen wir weiter. Elisabeth? Machen wir weiter, müssen wir uns ein bisschen beeilen. 3 Minuten haben wir noch. Alles klar, dann gehen wir zum Gast. Dann müssen wir uns beeilen. Ja. Gruppe B. So, also zum FSV Bripump und zu den Pink Ladies kommt auch eine neue Gruppe dazu, die Bierbankdrücker. Gruppe C, da sehen wir gleich schon die Gruppe C. Jenny kommt noch gerade rum. Nee. Ach so, okay, dasselbe, alles klar, machen wir weiter. Wie lange haben wir noch? 2,5? Alles klar. So, da kommt hinzu zur Gruppe C, Zipfelklatscher, die Efschen Vampire in Höchstform. Gruppe D. Will er wieder nicht? Ist er jetzt zu lang? Jetzt hat er noch das Bier dazu. So, geben wir Gas. Technische Probleme, hier ist alles live. Da können wir nichts schreiben. Also, Gruppe D zur Dusenbacher Augenkicker und zu Saschas Kneipsche kommt die Mannschaft Mir San Mir dazu. Mir San Mir und eine neue Erkenntnis im Rico sein Handy hat nur wenig Ladevolumen bezüglich dem Akku, sondern auch wenig Speicherplatz. So, Gruppe A. Vierte Mannschaft, Elefanti, kommst gerade rum, bitte. Ah, hier, auf geht's. Wie haben wir noch? 1 Minute? Das kann man nicht sagen. So, auf geht's, die letzten 3 Teams ziehen wir. Ala hopp. Sparkasse, Odenwaldkreis kommt zu die unbesiegbaren Sieger, KSV Ruppel, die Katz. So, ich gebe gerade ein Zeichen vom Kameramann, haben wir doch noch ein bisschen Zeit. Zur Gruppe B, MSV Bliebumpe, Pink Ladies und die Bierbankdrücker kommt hinzu, die Strafraummafia. So, die letzten zwei. Letztes Jahr Siege. Strafraummafia mit dem Spielmacher Ben Heil. So, gerade so. Gerade so. Gruppe C auch, kriegt man aufs Zugewand von Ben Heil. So. So. Danke. Jenny Richterderei, der gut. So, kommen wir zur Gruppe C. Zu den Zipfelklatscher, die Äffchen Vampire in Höchstform, kommt die Schluckspecht AG. 1 Minute haben wir noch. Alles klar, Kameramann, hast du dich selbst gezogen eben. So, und die Gruppe D. Benjamin, so, auf geht's. Die letzte fehlende Mannschaft für dieses Jahr in die Gruppe D ist das Asklepios Dream Team. So. Dann lesen wir nochmal schnell die Gruppe vor. Auf geht's da unten. Wie lange haben wir noch? Gleich rum. Alles klar. Gruppe A, die unbesiegbaren Sieger. Karsten Rumpf, die Karts, Fenster, Sparkasse, Odenwaldkreis. Auf geht's mit notieren. Hans, Ebenso, Briefbombe, Pink Ladies, Bierbank, Brücke, Strafraummafia, Gruppe C. Auf geht's, Hans. Weiter mal. Kommt der Zander durcheinander. Wie lange haben wir noch? Die Zipfelklatscher, die Äpfchen, Vampire in Höchstform und die Schluckspecht AG. Und die Gruppe D. Dusenbacher Augenkicker, Sascha's Kneipsche, Mir San Mir, Asklepios.